Hallo und willkommen zurück zu Ghost Control Inc. Sage jetzt einfach mal ja, ich krieg immer diese Nachricht hier. Was ist der Tube Station? Grauenvoll. Aha, was gibt es sonst noch zu sagen? Das finden wir auch. Meistens ist die Menschenmenge wirklich riesig, vor allem zu Stoßzeiten grauenvoll, wie sie schon sagten. Ein Schatten, der aussieht wie ein Mönch. Welchem Orden der wohl angehören mag? Keine Ahnung, vielleicht ist dem schrecklichen Schwestern, ist mir aber auch egal. Ich habe Angst. Ich habe nur einen schrecklichen Bruder abgebrochen. Dann kaufen wir mal ein neues Auto. Mensch, die Leute waren topfit, oder? Ja. Ach so, ich kann noch mal gerade gucken, wie stand's mit dem 6 Stunden. Ja, dann fahren wir mal ein neues Auto kaufen, um die Mission quasi abzuschließen. Das Ziel zu erreichen. Auch wenn das ziemlich sinnlos ist. Verdiene insgesamt 48.000. Insgesamt, also nicht gleichzeitig haben. Das dürfte ja überhaupt kein Problem sein. Guten Tag, ich habe ein dringendes Problem. Plötzlich wurde es in meiner Küche wirklich kalt. Ohne uns wird es ein schlechtes Ende nehmen. Ein Fall für uns. Jetzt haben wir einen Van. Na, der Motor ist immerhin drin geblieben. Los geht's. Ich nehme die weiter. Die Dinger, die sind Schrott. Los geht's. Wo ist nur mein Unkrautvernichter? Anziehend. Mission 46. Ohne die fehlgeschlagenen. Dip. Ja, ich glaube, da kann ich besser einfach erstmal voll drauf ballern. Ich kann Löcher machen, die größer sind als du. Er weiß aber auch nicht so ganz, was er will. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Die sind aber gut was zum Zerstören. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert hier. Den kann ich jetzt zweimal ranholen. Wunderbar. So, die könnten dann schon mal hier unten weiter gucken. Und wieder beißt einer ins Gras. Acht. Ja. Nicht im Sichtfeld. Was der macht, vollgerotzt. Spuren von Schüssen mögen enthalten sein. Spuren von Schüssen? Aufnehmen. Hinterher. Der geht durch die andere Tür.
Wir haben natürlich jetzt nur die Fernkampfwaffen mit. Aha. Na, gucken, ob das so funktioniert. Wenn ich den jetzt hier hinstelle. Ja. Und der kann diagonal ballern. Na, hätte ich vorher die. Die Falle kann ich so oder so da nicht legen. Mit ein bisschen Glück funktioniert's. Was? Achso, der kann ein Feld gehen und in die Falle legen. Dann gehen wir da hin. Da ist es noch am wahrscheinlichsten, dass der hinläuft. Tut er aber nicht. So, da haben wir noch einen Burschen. Der hält auch eine ganze Menge aus. Das ist ungesund. Mit dem Elektrisieren. Aufnehmen. Glaubst du, dass du den mit deinen Armen packen kannst? Okay. Gut. Vielleicht der. Oh, den kann man nicht sehen. Okay. Nicht aufregen. Zurückschlagen. Die kann da leider nichts angreifen. Weil zu nah. Volle Rolle. Alles unter Kontrolle. Es brennt. 58. Zeig mir, dass du mich magst. Weg mit dir. Fehlgeschlagen. Weg. Ich kam, ich sah, ich siebte. Ordentlich. Ursache geklärt. Die ermittelten Behörden, die die Verwüstung im Botanischen Garten untersuchten, haben nun mitgeteilt, das Messprotokoll des Geisterfängerteams, das in unmittelbarer Nähe des Tauts einige Sensoren aufgestellt hat, ergeben, dass großflächige pseudoneutrale Störfälle mit großer Sicherheit die Ursache für die Fehlfunktion eines Mähroboters waren. Dieser hatte die gesetzten elektronischen Sperren ignoriert, das hat man doch alles schon. Okay, fahren wir zurück. Wir können dann nochmal gucken, ob wir neue Waffen kaufen können. Nee, ist dasselbe wie eben. Aber wir können die hier verkaufen. Das ist ein Schrott, die benutze ich sowieso nicht. Noch eine Stunde. Speichern. Dann werden wir mal unseren Geist heilen. Ich bin mal gespannt, was man dann in dem nächsten Gebäude noch machen kann. Außer gut, dass da wahrscheinlich ein Helipad oben drauf sein wird, aber Forschung erfolgreich. Aua. Natürlich mein Nitro aus dem alten Auto verpufft. Das waren auch mal. War auf jeden Fall gut Asche, was ich da reingesteckt hatte. Nehmen. Das ist jetzt für ihn hier.
kann man das Ding wieder verkaufen. Das hier ist besser. So. Mal speichern und dann können wir nur warten. Ziele. Verdiene insgesamt 48.000. Vorher waren es 30.000. Das sollte jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterschied gewesen sein. Also es sollte nicht besonders lange dauern, bis das voll ist. Aber man hat halt keine Einsicht. In meinem Regal ist ein Geist. Riecht es irgendwo streng oder egal? Wir sehen es dann selbst. Dahin. Jo. Los geht's. Ob ihr begeistert seid oder nicht, hier wird jetzt entgeistert. Da haben wir einen. Der darf wieder nach vorne. ...69. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Naja, die hatte Dings da schon. Okay. Hoppla, das bezahlen wir aber nicht. Nee. Her mit euch, ihr Zwiebelköppe. Und jetzt mal mit 15 Megawatt. Wer hat denn gesagt, was du schießen sollst? Weg. Einsammeln. Weiter geht's. Der Geist ist dann wohl im Schlafzimmer. Feuergeist und Ghoul. Hier unten kommt man halt nicht durch. Weiß gar nicht, ob man eine Wand einschließen kann, theoretisch. Den können wir jedenfalls angreifen. Machen wir das. Der hat nur 11. Sehr wahrscheinlich. Dann machen wir den tot. Komm in die Grube, Luise. Wieso ist der nicht im Sichtfeld? Keine Ahnung. Randale. Mit freundlichen Grüßen von Jasmine. Mhm. Das war's auch schon. Gut gemacht. Okay. Besiege den Mopping Monk. Hier ist der Fahrdienstleiter der U-Bahn-Station Westminster. Wir sind nie schwarz gefahren, falls es darum geht. Rufen Sie wegen der Mönchsgeschichte an. So ist es. Durchgehend unglaubwürdige Angelegenheit, wenn Sie mich fragen. Ich sehe es aber mit meinen eigenen Augen. Tragen Sie hier eine Brille. Unangenehm, wir hatten da neulich einen ähnlichen Fall. Der Mönch greift an. Na gut, Sie benötigen möglicherweise sofort Hilfe. Ja. Wir prüfen jeden Fall. Sie haben die Nummer mit der Ghost Control gewählt. Blablabla. Sie
Die vollen Hosen haben wir entleert. Ja, Auftrag annehmen. Naja, das ist eventuell dann ein bisschen tödlich, wenn wir da jetzt hinfahren, ohne dass wir speichern. Andererseits, meine Leute sind ja fast okay. Ich riskiere es mal. Ich hoffe, ihr ahnt schon, dass ihr gleich Ärger kriegt. 400! Machen wir erstmal den Kleinen weg. Da unten ist auch noch einer. Push-Nahkampf, Push-Fernkampf. Und 10 Schaden. Angriffsreichweite. Ach, wie soll denn das funktionieren dann? Wir müssen auf jeden Fall erstmal die da kaputt machen. Eventuell indem wir den da genau Waffen kaufen, damit man den da reinpushen kann. Ansonsten wird das wohl kompliziert werden. Allein die beiden sind ja schon nicht ohne. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Hier fertig bin, dann gibt's erstmal Maultaschen. Da wird mich natürlich jetzt auch dann auf die Gleise drücken wollen. Das Schleimbeutel. Da geht mein Blut in Wut. Naja, der wird jetzt auf die Gleise gepusht und stirbt dann dort. Hier zeige ich, welche Talente in England verborgen sind. So ein Dreck. Der Gesundheitswert eines Fängers ist sehr niedrig. Wenn er bei Null ankommt, ja, ist er im Arsch. Naja, betäubt. Der kommt da halt nicht mehr raus. Was? Nicht im Sichtfeld? Macht aber doch auch keinen Sinn. Mach mein Kirbo, darüber nach. Hätte ich wohl nochmal machen müssen. Ekelhaft.
Na, der ist auf 0 angekommen, das heißt, den haben wir verloren. Dann laden. Und dann müssen wir das, den Kampf davor auch nochmal neu machen. Seit der Ursache der Westmission. Okay, dann hat er jetzt anscheinend mit dem Geld das hier noch nicht gegriffen gerade. Jetzt habe ich jedenfalls nochmal den Mopping-Angriff, obwohl ich das so gar nicht gemacht hatte. Sehr strange. Den muss ich so da lassen und später nehmen. Und dann erstmal Waffen kaufen, die mir dabei helfen, den da drauf zu pushen. Oder den einfach dauerhaft betäuben. Aber erfordert Intelligenz zu viel. Das haben die. Und der nicht. Betäubung 2. Breiter Wirkungsbereich. Streublitz. Da muss noch irgendwelche bei gewesen sein, die pushen hatten. Nicht? Anscheinend gibt's die nicht mehr. Dann muss ich wohl die hier nehmen. Speichern wir nochmal. Wobei es auch sein kann, dass der hier mit dem Spielstand durcheinander gekommen ist. Also dadurch, dass ich geladen habe, dass der irgendwie das Geld falsch übernommen hatte. Man weiß es nicht. Das Spiel ist jedenfalls nicht so ganz bugfrei. Schaden 5. Und das hier macht was? Genauigkeit höher. 2 mehr Schaden. Achso, und es macht aber noch Reichweite, aber der Schaden macht hier schon. Wäre schon nett. Nicht genug Ektoplasma. Okay. Zu viel Gewicht. Dann machen wir das so. Dann müssen die da hin und her wechseln. Meine Leute natürlich auch gar heilt, weil ich die eine Mission nicht gemacht hatte. So,
geht's. Bin ich hier im falschen Film oder was? Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Der kann aber jetzt nicht nochmal. Damit habt ihr nicht gerechnet. Ach, der hatte das natürlich nur im. Okay. Verfehlt. So ein Dreck. Okay. Das stinkt. Was? Da wird hin und her geschoben. Jetzt hier gar nicht mehr dran, okay. Die hat jetzt die Stun-Waffe. Wieso kann die da nicht hinschießen? Ah, okay. Jetzt verstehe ich, man. Das ist ja blöd. Keine Waffe einsatzbereit. Probiere ich das noch. Oh shit. Das noch aus. Und dann muss ich nochmal laden. Or not to be. Okay, wenn dann man kann das als Hauptwaffe nehmen und dann damit noch hinterher schießen. Ja, dann machen wir das doch so. Der Mopping Monk. Auf geht's. Immer mit der Ruhe. Wahrscheinlich. Müssen wir noch auf sehr wahrscheinlich erhöhen. Jetzt weiß ich nicht, ob der gestunt ist. Stand zumindest nichts von da. Habe ich daneben geklickt. Ich wollte den hier anvisieren. Naja. Seifenbacher, sauber, sauber, sauber. Das hatte jedenfalls nicht funktioniert. Das alles, was ihr in den letzten 200 Jahren gelernt habt. Denn scheint man nicht stunnen zu können. Hier,
Gucken wir mal, ob das überhaupt auf irgendwelche Gegner funktioniert. Hier zeige ich, welche Talente in England verborgen sind. Klatsch. 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 Na, okay, damit kann man also ganz schnell auf die andere Seite der Karte huschen. Ist halt jetzt da. Dann gestunt, wenn die da drauf ist. Betäubt. Wahrscheinlich müsste ich den. Wahrscheinlich müsste ich selber auf die Gleise. Um dann die Gegner auch alle drauf zu ziehen. Weil ich halt nichts zum Pushen habe. Ich habe nur. Die. Zum Ziehen. Aber dann kann ich natürlich auch den hier wieder laden. Dann brauche ich natürlich diese Waffen auch nicht. Kann ich mir dann auch sparen. Wählen wir das mal aus mit den Gleisen. Wo geht's zur Party? Ist natürlich so ein bisschen suizidal, oder? Wir laufen erstmal auf die andere Seite und dann rutschen wir darüber. Das wäre auch noch eine Option. Machen wir mal so. Du Schleimer, ab in die Ecke. Okay, der weiß nicht da hinten so wirklich, was er tun soll. Der ist jetzt gestunt. Wenn er sich einfällt, bewegt, ist er nochmal gestunt. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht schön aus jetzt hier. Einmal weg. Ziehen kann man den anscheinend auch nicht. Ziel ist zu nah. Na super. Betäubt. Gibt natürlich auch noch Schaden. Jetzt ist der betäubt mit 1. Es gibt natürlich jedes Mal Schaden. Wieder 4.
lieber Geist, du sollst tatsächlich nochmal sterben. Hier, fertig. Dann gibt's erstmal Maul der Schande. Die Genfer Konvention nützt dir nichts. Ich muss den irgendwie auf den Bahngleisen kiten. Der wird natürlich jetzt hier drauf gehen. Wobei, wenn er immer sich ein Feld bewegt, dann wird sich da auch nichts tun. Da beißt er die Geister. Ja, sollte man den Geist, wahrscheinlich. Du sollst tatsächlich nochmal sterben. Mal töten. Die Kapuze. Koi hoch, Mensch. Lang lebe der Energiestrahl. Für die Kraft der Wissenschaft. Der ist quasi Mirror. Oh, diesmal hat das getroffen. Dreck. Aber dafür ist der jetzt im Eimer. Aber das Ziehen hatte dieses Mal einmal funktioniert. Ist echt seltsam, dass ich hier keine Sachen mehr kaufen kann, mit denen ich pushen kann. Seht euch mal diese Scheiße an. Mach mal wieder so, dass ich dir erstmal auf die andere Seite laufe. Mhm. 63, 26. Nein, sollte man. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Haben. Naja, die sind auch nicht ohne. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ich bin verwirrt. Na, natürlich. Eine Runde Geisterstunde. Hoppla, das bezahlen wir aber nicht. Hui. Spuren von Schüssen mögen enthalten sein.
Muss putzen. Das ist natürlich genau der Falsche, der da schießt. Betäubt. Solange man auf den Gleisen stehen bleibt, scheint es okay zu sein. Sehr unwahrscheinlich. Für die Kraft der Wissenschaft. Die kann jetzt leider überhaupt nicht schießen. Dieser dämliche Geist, der den Schaden macht. Der Anleichbuch, den glaubt man nicht. Kleinen sind eigentlich die, die mir hier vor allen Dingen schaden. Der Typ ist zwar auch böse, aber wenn die Kleinen nicht wären. So ein Dreck. Ich hab mir in die Hose gemacht. Die Kleinen nicht wären, hätte ich wahrscheinlich dem Großen auch kein Problem. Ich beam dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Wird jetzt kaputt sein. Ja. Dann konzentriere ich mich mal dieses Mal komplett auf diese, auf die Grünen. Ob ihr begeistert seid oder nicht, hier wird jetzt entgeistert. So, der hat 30. Die könnten zweimal schießen. Könnte eventuell sogar schon ausreichen. Mit dieser Falle kriegen wir sie auf jeden Fall nicht. Das ist alles, was ihr in den letzten 200 Jahren gelernt habt. Wir geschlagen, aber es sieht gut aus. Das ist auch okay. Der hat 58 dieses Mal. Gepasst. So ein Dreck. Wer einer spielt, den glaubt man nicht. Okay. Ich
Wieder komplett gestunt. Schon ein bisschen heftig. Na toll. Ich bin verwirrt. Nimm das, Froschgesicht. Putz. Der ist dauerhaft gestunt, der kommt da nicht mehr raus. Die tötet sich jetzt selber. Die Genfer Konvention nützt dir nichts. Ich mache euch nass. Er hat sich da jetzt selbst betäubt. Nimm das, Froschgesicht. Nicht aufgeben. Zurückschlagen. Ich werde dich töten, sofern das möglich ist. Der könnte jetzt, wenn er Probleme hat, er könnte den versehentlich wegziehen, was ungünstig wäre. Reck. Zeig dir, dass du mich magst. Schmutz. Naja, aber der ist jetzt auf jeden Fall beschäftigt damit, einfach nur hin und her zu laufen. Treffer, versenkt! Platsch! Eine Runde Geisterstunde! Weiß jetzt nicht, ob das so intended war. Damit könnte der sofort auf die Gleise, würde sich damit natürlich stunnen. Wenn die nochmal gepusht wird, ist die kaputt. Ist nicht gestunt. So ein Dreck. Na, geht aber zumindest zum richtigen. Okay, gut. Mit freundlichen Grüßen von Tasman. Sehr unwahrscheinlich. Ich
Das ist natürlich jetzt ungünstig. Wer hat denn gesagt, dass du schießen sollst? Der hat aber auch die... Der hat die Fallen. Er hat noch 4 Hitpoints. Der wird also jetzt wieder drauf gehen. Es sei denn, wir schicken den einen Quasi-Köder hin. So. Platsch. Ist das alles, was ihr in den letzten 200 Jahren gelernt habt? Er ist natürlich auch nicht mehr topfit. Die ist jetzt... Jetzt ist die wieder... Okay, vielleicht gibt es da einfach eine Heilung. Hä? Mal gucken, was der jetzt macht. Na okay, verloren. Gucken, wie lange bin ich denn jetzt hier schon dran? Eine Stunde. Ja, dann muss es beim nächsten Mal weitergehen. Bis denn.